Nie wieder Gran Canaria? Wir suchten eigentlich nur Ruhe und sanfte Wärme. Und dann diese Begrüßung. Lokale und Hotelburgen, alles dicht aneinander gedrängt. Im Zentrum von Playa del Inglés ein Jahrmarkt aus Tüchern, Taschen und allerlei Klimbim. Zusätzlich werden wir auch noch von einer Kalima überrascht. Bei einer Kalima handelt es sich um eine Art Sandsturm. Bei einer besonderen Wetterlage mit Ostwind wird feinster Sand aus der Sahara auf die Kanarischen Inseln herübergeweht und legt sich wie ein Nebelschleier über die Städte und Berge. Gelegentlich haben wir diese Ereignisse auch schon in Deutschland erlebt. Aber was soll's, machen wir das Beste daraus. Knüpfen wir gleich am vorgenannten Begriff Sahara an. Maspaloma ist für seine Dünenlandschaft bekannt, die auch tatsächlich an die Sahara-Sandwüste erinnert. Oft weht dort ein Wind, der Handys fast aus der Hand bläst und auch Mützen sind nicht sicher. Ob groß oder klein, jeder nutzt die Dünen auf seine Weise. In der Nähe des Ortes Maspalomas findet sich noch etwas Vegetation. Und auch markierte Wege, nach denen sich aber kaum jemand richtet. Vor den Dünen befindet sich natürlich auch ein Strand, der in den Monaten Januar bis März nur wenig belebt ist, weil zu der Zeit oft ein kräftiger, kalter Wind weht, der sich eher zum Drachensteigen eignet als zum Baden. So zeigt auch die rote Fahne, dass Baden sogar verboten ist. Und erst, wenn die gelbe Fahne gehisst ist, sitzen die ersten zaghaft vor den verwaisten Sonnenstühlen im Sand und nur Strandwanderer bevölkern die Uferzone. Wenn dann aber endlich die Temperaturen wieder über 20 Grad ansteigen, gibt es kein Halten mehr. Wir wollen uns aber auch von den anderen Landschaftsformen Gran Canarias einen Eindruck verschaffen. Durch schöne Dörfer mit palmbewachsenen Hängen und Straßen. Vorbei an Gemüseplantagen fährt der Bus durch unwirtliches Felsengebiet, das schon vielen Filmemachern als Kulisse diente. Thank you.
Langsam wird die Landschaft wieder grüner. Wir sind zurück an der Küste. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch einige Tunnels erreichen wir heute nach einer knappen halben Stunde Puerto de Mogán. Der hübsche Ort nennt sich auch das kleine Venedig, wegen seiner vielen Kanäle und Brücken. Viele der kleinen Gassen sind mit blumenbewachsenen Arkaden überspannt. Diese steile Treppe führt zu einer Aussichtsplattform. Es geht noch hurtig voran, vorbei an dekorativen Wandgemälden. Ach, so weit ist es noch ganz nach oben. Der Blick von hier aus ist doch auch ganz schön. Also kehren wir um und setzen uns lieber an den Hafen. Bei einem Glas Wein kann man die ein- und auslaufenden Schiffe und die kleinen Episoden am Rande beobachten. Wer hat hier wohl vor wem Angst? Ein zweiter Versuch. Wenn die dumme Taube nur nicht mehr will, dann freuen sich eben die Fische über die Semmel. An den Yachthafen grenzt eine kleine Reparaturwerft, auf der sonderbare Gefährte lagern. Schauen wir uns lieber die schönen Boote an und genießen vor unserer Rückkehr einen letzten Blick aufs Meer und den Mann, der geschickt über die Felsen klettert. Ein weiterer Ausflug führt uns nach Terror, nicht Terror. Diesen Namen hätte das Städtchen, das für seine hübschen Holzbalkone bekannt ist, auch nicht verdient. Die Gemeinde liegt im östlichen Teil des Inselzentrums, in der die prächtig ausgestattete Basilika von Terror steht, die Virgen del Pino, Schutzherren der Kanarischen Inseln.
Heute fahren wir schon recht früh zur Inselhauptstadt nach Las Palmas. Am Morgen liegen die Straßen noch im Schatten und sind nicht sehr belebt. Ein Morgenständchen erklingt und scheint die Sonne hervorzulocken, welche gleich die schönen Fassaden der Altstadt beleuchtet. Und schon sind alle Stühle im Freien besetzt. Dieses Lokal verspricht bayerische Gemütlichkeit. Während es hier eher romantisch zugeht. Neben diesem sehr musikalischen Hund trifft man vor der Plaza St. Anna auf eiserne Hunde. Gemäß eines Romans streunen sie im Viertel umher und lassen die Kinder auf ihren Rücken herumklettern. Gegenüber der Plaza Santa Ana befindet sich die Kathedrale. Auch wenn meist lange Warteschlangen davor stehen, sollte man sich Zeit für eine Besichtigung nehmen. Vom grünen Innenhof gelangt man in den prächtigen Innenraum der Kathedrale. Uns bleibt jetzt noch etwas Zeit zum Besuch des Wochenmarktes. Amüsiert schauen wir dem Senior zu, wie er seinen Einkaufszettel vorliest. Das ist wohl auch nötig, denn bei dieser Auswahl verliert man leicht den Überblick. Doch die Kundinnen bleiben trotzdem äußerst kritisch. Beim Verlassen noch eine Überraschung. Und in 25 Minuten sind wir mit dem Schnellbus wieder am Hotel. In den letzten Tagen unseres Aufenthaltes auf Gran Canaria wollen wir noch die wenigen fußläufigen Bewegungsmöglichkeiten in der Nähe unseres Hotels ausnutzen.
Das ist einmal die Küstenpromenade in Richtung Maspalomas. Am vorletzten Tag nehmen wir noch die Brücke nahe unseres Hotels, die dort unsere stark befahrene Hauptstraße überquert. Endlich Ruhe. Dies wollen wir zum Abschluss des Urlaubs noch etwas genießen. Die dunkel aufziehenden Wolken raten uns schnell umzukehren. Und so endet unser Urlaub ganz passend bei prasselndem Regen.